Einen wunderschönen guten Tag, wir sind zurück in War Thunder und heute habe ich mir ein kleines Special, nämlich den M46 Tiger. Ja, wie bin ich da rangekommen? Eigentlich ganz leicht. Es gibt ja die Kriegsanleihen hier oben und ich habe noch, wenn man dann hier sieht, aha, ich bin momentan auf Shop Level 2 und bin im Kriegsanleihen-Shop und dann hat man noch den alten Store und da habe ich noch hier diese Special Task Medaillen. Da habe ich noch welche über gehabt und da habe ich mir einfach mal. Ja, was gegönnt, nämlich habe mir hier für, man kriegt dann entweder für eine Stunde, für einen Tag, für 3 Stunden oder für eine Stunde und ja, bin dann den M46 Tiger gefahren oder habe ich mir den geholt quasi. Ich habe ihn natürlich nur für eine Stunde gewonnen. Super, Murphy hat wieder zugeschlagen. Aber ich denke mir, bevor diese Dinger verfallen, kann man das mal durchaus riskieren. Was haben wir für ein Gerät hier? Also erstmal gucken, es ist ein amerikanisches Fahrzeug. Das gibt es beim Heer und da ist das gute Ding. Matchmaking 7-0 ist natürlich nicht ohne. Wobei, wenn man das sieht nachher, was der M46, M46, mein Gott, was er alles so kann, schauen wir erstmal. Also, Panzerung, was hat das gute Ding hier? 101 und dann aber, ja, verdammt, verdammt, verdammt. 138 bei 46 Grad, da kann vielleicht mal was abprallen. Also. Ich habe schon mal gegen M46 gekämpft und da ist durchaus was abgeprallt. Aber wenn da aus dem passenden Winkel was antropft, auf dem Tier, würde ich mich nicht drauf verlassen. So, hier oben. Auch nicht so besonders viel, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es wird dann ein bisschen mehr, aber die Kanonenblende kann man durchaus machen. Man muss dann mal schauen, ob man auch dahinter. Nee, aber da wird. Nee, da geht er durch wie Butter. Das müssen wir auch mal so sehen. Genau. Die Seiten selber auch nicht besonders gut gepanzert von oben. Ja, 22 mm, da gehen natürlich auch die 30 mm der Deutschen locker flockig durch. Müssen wir mal schauen. 47 km/h wird da angezeigt, auch nicht schlecht. Module, 5 Leute da drin, das ist, finde ich persönlich sehr gut. Viel Munition unten drin, das finde ich auch sehr gut. Wenig Munition im Turm. Das hat immer den Vorteil, dass wenn ich mal im Turm einen reinkriege und da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, bleiben halt erstmal unten die beiden Leute am Leben. Einer krabbelt hoch, dann geht's weiter und die Munition geht in der Regel nicht hoch. Sofern die dann nichts ist, dann muss man mal gucken, wie man die aufteilt. Modifikation. Dann haben wir eine 90 mm Kanone. Die ist dann ja sehr nett mit 1000 Munitionsarten. Ich weiß gar nicht, warum man so viele braucht. Weil eigentlich gibt es hier eh nur eine, die man haben will. Nämlich die panzerbrechende Hohlladungsgranate mit Leitwerk, kurz Heat FS oder auch Sheet FS genannt. ihr seht unten, die Durchschlagswerte sind bei 305 mm, egal auf welcher Entfernung, bei 90 Grad. Dementsprechend dann halt auch gleichwertig bei 60 und bei 30 Grad. Also die Dinger sind schon ganz schön böse, haben auch eine Sprengstoffmasse, das ist das Tolle bei denen. Komposit B, das ist meines Wissens ist das C4-Sprengstoff. Das kennt man vielleicht so aus irgendwelchen Filmen, wenn die dann da hier diese komischen Pappen einfach an der Wand hauen. Ja, also diese Knetklumpen, sagen, nenne ich es mal. Das ist, meine ich, Komposit B. Ja, ganz nett, sagen wir es mal so, ne? Aber man muss auch bedenken, das ist eine sehr langsam fliegende Granate, ne? 853 Meter pro Sekunde bei 1148 Meter pro Sekunde für die. Ach, welche haben wir? Die Hardcan-Geschosse, genau. Aber diese haben natürlich viel weniger Durchschlag und die haben keine Sprengladung, von ausgesehen. Wird es die M248 sein, bis es denn mal soweit wird. So, jetzt denkt man sich natürlich 7-0er Matchmaking, da macht natürlich gar keinen Spaß. Ja, bedingt. Ich sag mal, der M24, den kann ich sparen. Die M18 ist für alle möglichen Tiers immer wieder gut, weil sie so schnell ist, muss man einfach sagen. Ja, der Sherman hier, der wird schwer, muss man einfach so. Ja, das ist dann. Die P61 ist dann auch etwas überfordert, aber vielleicht hat man ja Glück und dann kriege ich dafür noch ein paar Pünktchen. Das kann man sich mal anschauen. Genau. So, ich springe jetzt mal ins Spiel, gucke mal, ob ich da ein, zwei nette Runden vielleicht mit hinbekomme mit dem schönen Gerät. Das Tolle bei dem ist nämlich auch, ich habe dafür dann auch Modifikationen war das. Genau, hier 4 Gutscheine. Das ist auch zum Beispiel ganz nett. Das kann man mal machen und ja. Kann man dann mal schauen, wie das dann so wird. So, ich teste das Gerät jetzt mal und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Bis gleich. So, Überquerung des Rheins soll es also sein, wo wir diesen schönen Panzer ausführen können. Er ist sehr wendig, wenn ich das mal so zeigen darf. Also er dreht sehr schnell auf der Stirn wie so eine M18, sage ich mal, vom Gefühl her. Und hoffen wir, dass wir uns hier auch richtig bewegen. Und von der Beschleunigung her fährt er sich so ein bisschen wie so ein Panther, meiner Meinung nach. So Panther 2, aber. Oh, da steht was. Scheiße. Sind wir dran? Oh, nee, doch nicht. Er ist abgeprallt. Wie geil ist das denn?
Ja, auch nicht schlecht. Also, es kann auf jeden Fall was abprallen, haben wir gerade gemerkt. Da vorne ist auch noch was draufgegangen. Sehr schön. Das war gerade sehr lustig. Also, das war wirklich mega lustig. Ich habe einen sehr schlechten Treffer gesetzt gegenüber die IS-6. Und sie hat einen noch viel, viel schlechteren gegen mich getroffen. Ja. Eine Sache. Aber auch mal eine IS-6 einfach so raus. Das ist natürlich heftig mit der Munition. Ne? Ich habe jetzt nicht so wirklich gezielt. Muss man auch mal sagen. So, da vorne ist auch wieder einer raus, oder? Nee, hier rechts ist noch was. Eieieiei. Ey, da ist einer rausgebrannt da vorne. Ah, ich dachte gerade, da war einer weg, aber ob der da jetzt quer reingeschossen hat oder nicht, da war ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber er hat ihn einfach rausgenommen. Nicht schlecht, der Specht. Gucken wir mal. Das ist echt cool mit dem Drehen, ja, dass das so leicht funktioniert. Mal gucken, dass da nichts rauskommt. Na gut aus. Wir uns weiter nach vorne konzentrieren. Hier ist auch nichts. Bisschen Angst vor so Tiefchen 50 und so weiter. Die sind natürlich heavy. Wobei wir natürlich die Munition nicht. Ja, die hilft uns natürlich ungemein. So, kommt da was in der Ecke? Gar nichts. Aber auch Artillerie, das ist auch natürlich sehr gut. Mal schnell hier weg, diese Überquerung. Na, es sei denn, fährt dagegen, das ist natürlich auch sehr doof. Smoke haben wir nicht. Das war gerade dann ein sehr schönes Beispiel mit der IS-6. Das fand ich lustig auf jeden Fall. Stabilisierung hat er auch nicht, hat natürlich oben noch das fette Browning-MG oben drauf. Das darf man natürlich bei den Amerikanern nicht vergessen. Weil ich würde mal meinen, da hat die IS-6 eben schon so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mich zu erfassen. Das muss man einfach so sagen. Also ich fahre jetzt nicht direkt zum Spawn. Weil erstmal ist das scheiße vom Spielen her. Und es. Weiß nicht, ich finde das jetzt auch nicht so als Herausforderung, wenn man sich ins Spawn stellt und einfach irgendwelche Leute abknallt. Also für so eine Stadtmap kommt das Ding schon ganz schön cool, finde ich zumindest, weil es halt so wendig ist, ne? Also das ist echt richtig nett. Macht mir gerade sehr viel Spaß. Da vorne war außerdem ein M46, normale. Wie ich gerade gesehen habe, glaube ich. Wollen wir mal hinterherfahren. Ja, du hast noch ein bisschen die andere Weiterentwicklung davon. Da gibt es so ein paar verschiedene. Aber da kann man mit arbeiten, das ist echt nicht schlecht. Jetzt sind wir hier schon im Spawn, ne? Ich drehe mal um. Also das ist wirklich toll hier mit dem Gerät. Mal gerade mal hier versuchen, die... Ah, die I-16, die sind heftig, die Biester, finde ich zumindest. Okay. Da vorne ist ein Type rausgenommen worden. Und irgendwas, was da vorne rumfährt. Ja, mal schauen. Oder böse im Spawn. Macht man nicht. Das macht man nicht. So, mal schauen. Das ist natürlich ein bisschen. Ja, B-Verteidigung brauchen wir eigentlich auch nicht, weil da sind genug Leute, die da mit drauf wirken können. Ah. Kommt auch nichts raus. Nehme ich mal noch ein paar Pünktchen mit und stelle mich in den Spawn rein. Nicht in den Spawn, in den Cap. Spawn und Cap sind nur zwei Begriffe, die ich sehr gerne durcheinander bringe. Der eine oder andere wird es schon mal erlebt haben. Also es fährt sich wirklich sehr gut. Also es macht sehr viel Spaß. Blöd ist halt nur, dass man das ganze Gerät auch ohne Premium kaufen kann. Okay, dann sind wir hier drin. Also auch das auf der Stelle drehen und so weiter, das geht wirklich gut. Schon sehr spaßig, muss man sagen. T95 ist da vorne. Ja, da brauchen wir uns eigentlich auch nicht mal nachrecken. So, also DP40 an 100, da vorne ist er. Ja, haben wir gesehen. Ah ne, da schießt was an. Ah, okay, gut, da schießen noch andere Kollegen. Wir bleiben einfach hier stehen. Also ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so spannend. Ne, ja. Okay, T44 ist weg. T44 hat 100, auch ein sehr starker Gegner, finde ich immer. Wirklich sehr guter Panzer. Aber das ist wirklich cool hier. Also,
Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr schnell, sehr wendig. Also, ich würde sagen, ja, ich habe den Panther 2 ja noch nicht komplett ausgebaut, aber das kann was, das Gerät. Das muss man einfach sagen. Oh, schauen wir mal. Alles noch so weit. Tutti. Ist da eigentlich, müsste das jetzt durch sein, oder? Das sind T95, den hat es gerade erwischt. Warum auch immer. Boah, wie geil der am Driften ist. Das ist echt cool. Ah, ich würde mal sagen, das ist hier. Das ist hier down. Da passiert nichts mehr. Naja, ich würde sagen, gehen wir mal einfach ins nächste Spiel rein mit dem schönen Panzer, weil das ist ja doch ein bisschen langweilig. Man sieht auf jeden Fall, wie wendig er ist. Das ist echt cool. Und Spawncappen mache ich nicht, also ist es dann auch egal. Ich würde sagen, im nächsten Spiel geht's weiter. Bis gleich. 38. Breitengrad, also. Ja, gucken wir mal, was dazu wird. Ist natürlich ein sehr cooler Panzer, keine Frage. Und da wird auf jeden Fall was Deutsches dabei sein. Ja, ohne es vorher zu wissen, aber da steht ein Ru und da vorne steht ein Tiger, welcher natürlich auch mal sehr schön hier auf den Arsch bekommen könnte von uns. Das wäre natürlich wirklich cool. Jetzt machen wir gerade einen Rangefinder da hinten hin. Damit wir auch richtig anvisieren können. 800 und ein paar kaputte. Manchmal kommt da ja noch einer raus und dann kann man ihm noch einen mitgeben oder so. Wir gucken mal einfach, was wir hier so hinbekommen. Leopard ist natürlich dabei. Sehr schön. Ah, noch nicht. Wenn man losfährt, kommt dann immer einer raus. Das ist ja immer so. Murphy, der mag einen ja gar nicht in der Hinsicht. Oh. Recht fix, muss ich sagen. Da unten steht was. Oh, Kollegen. Upsala. Entschuldigung. Mit ein bisschen Glück können wir jetzt mal hinter den ersten Felsen hier hinter springen. Steht noch die Orner. Artilleriefeuer auf uns, da wird auf den T-55 gehen, denke ich mal. Oh, natürlich voll auf uns. Steht was? Boah, alter Schwede. Das ist so krass mit dieser Munition. Da weiß man echt nicht. Also. Vorne steht was, ja. Oh, Fahrergetriebe. Einfach mal so quer die Seite vom Tiger. Das ist so krass, mal ganz ehrlich. Diese Artillerie drauf. Was ist das? Schnell zurück, weil da kommt nämlich jetzt eine Granate von links geflogen. Da war ein Leopard. Hab ich gesehen. Mal nachladen. Wo ist er? Er ist wieder weg. Da hinten ist er. Ja, ich sehe ihn. Er ist raus. Okay. Da ist ein Tiger da vorne. Der ist auch weg. Da ist der Kollege hier. Also, ich habe da gerade so Spaß bei, weil ich kenne diese Munition nicht. Das ist das erste Mal, dass ich diese Munition spiele. Abschlusshilfe. Tiger 2 ist down. Sehr gut. Der Kollege da vorne wartet natürlich jetzt auf mich. Das kann ich nicht wagen, da rauszukommen. Aber ich könnte was anderes machen. Wie geil. Hahaha, hab ich ein Schutzschild aus. Quasi ein Tarnschild gebaut. Hat er geschossen da vorne, oder? Okay, wir ziehen uns hier hin. Sehr schön. Also gerade zwei ordentliche Treffer gegeben und ja, da weiß man natürlich dann, so also ein Tiger, wenn der so angewinkelt steht und der geht trotzdem einfach so durch wie Butter, dann weiß man auch Bescheid, ne? Abschlusshilfe. M47 ist down, quasi unser Nachfolger. Deutscher Premium-Panzer. Jetzt gerade einfach mal so zerfetzt. So, schade, dass der keinen Smoke hat. Das wäre noch ein bisschen geiler, aber gut. Man kann nicht alles haben. Springen kann er auf jeden Fall, das ist lustig. So, wir erobern gerade
Dadurch, dass hier gerade der Smoke-Schild ist, werde ich mich da einfach jetzt mal versuchen, hinzubegeben. Okay, hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Also links und rechts von mir. Und auch geradeaus. Hat auch einfach gerade mal einen Tiger zerfetzt von einem Benevern. Dann einfach, ja gut, der schießt einfach durch. Das ist ein Kanonenjagdpanzer. Wir aufpassen. Boy! Verdammte Kacke, ey. Das ist. Ja gut, das ist ein leichtes Ziel, das ist mir wohl bewusst, aber. Ah, es ist schon ein guter Panzer, das ist, macht Spaß. Also, das, ich würde lügen, wenn ich sage, das macht keinen Spaß. So, da vorne brauchen wir ein bisschen Artillerie, sagt er. Richtig, ein bisschen Artillerie. So, jetzt fahre ich aber nicht hoch in den Spawn. Und wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich dachte gerade, da wäre was. Ich fahre jetzt mich hier oben gleich einmal rechts ab, dann kann ich mich von dieser Seitenstraße aus wirken. Das ist ziemlich cool. Aber wenn es bergauf geht, dann merkt man dann halt, dass es ja, mobilitätsmäßig dann noch ein bisschen mehr geht. Aber das ist auch in Ordnung. Ich habe mich jetzt mit dem M46 noch nicht so wirklich beschäftigt, muss ich sagen. Ob das jetzt ein Daten etc., weil das gerade alles so schnell ging und ich halt nur diese Stunde Zeit habe, den zu spielen. Aber nimmt es mir nicht böse. Kriegen wir ihn doch. Doch nach vorne. So, schauen wir mal, ob da irgendwas sehen. Da ist ein, ja, quasi nur Freunde von uns hier soweit. Oh, 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 da sehen wir aber was. Jetzt predigt mal Kollege. Tut mir leid, Tiger. Munitionslager. Ah, ein voller Treffer drauf und das interessiert ihn einfach nicht. Jetzt müssen wir uns verpieseln. Okay, wir haben uns versteckt, sehr gut. Besser? Okay, versteckt sich. Wir uns ein bisschen verpieseln, dass er uns in den Kommandoluke reinballert. Jetzt kriegt er aber gleich einen von hinten weg. Boah! Alter Schwede, mal ganz ehrlich. Das ist so gemein. Also, jetzt, ja, ich weiß genau, wie der sich fühlt, weil ich mich, wenn ich mit dem Tiger spiele, auch genauso fühle, ganz ehrlich. Ja. Er hat null Chancen, null Chancen. Und diese Panzer, die sind, das war ein Tiger 2H, der ist 0,3 unter mir. Allein diese Nachladerate von diesem Monster. Verdammte Scheiße. Also, ich habe viel erwartet, aber nicht so viel, muss ich auch sagen. Das macht mir sau viel Spaß gerade. Aber es ist natürlich ein leichtes Spiel, muss man sagen. Ne? Also, ich muss nicht viel zielen. Es ist einfach, ich weiß genau, wenn ich jetzt einen, was ich, normale panzerbrechende Granaten gehabt hätte, müsste ich jetzt auf die Schwachstelle zielen und so weiter und so fort. Aber, oh, Kollege, wo bist du denn da oben? Der war aber gar nicht so gut geschossen mit dem MG. Gut, da wurde dann abgeräumt. 110er war das wirklich. Ich war mir gerade echt nicht sicher, muss ich sagen. Aber, na gut. Ist dann halt so, ne? So. Oh, da wird B erobert. Das ist nicht so gut. Wir fahren da mal gerade hin. Ja, schauen wir mal. Das ist noch ein bisschen Artillerie. Komm, wir nehmen gerade die Flak hier raus. Aufpassen. Wo wir denn hier sind? Ja. Das ist schon ganz schön fies jetzt, ne? Treffer. Oh, wenn die Artillerie sogar trifft, da weiß man, man fährt Premium. So, ich sehe gar nichts, Kollege, deshalb bleibt man gerade stehen. Umdrehkranz, ja gut, wenigstens etwas. Fährt er weg? Nein, er bleibt stehen. Jetzt fährt er weg. Frischer Treffer, kriegt schon zum Moonlager. Ja. Er brennt, glaube ich. Ja, er brennt. Ja, Vara.
Fahrergetriebe, Munitionslage schon wieder. Also, ich brauche für den mehr Schuss als für den Tiger. Das ist natürlich richtig heftig. Ah, oh, scheiße. Wo stehe ich denn hier? Ah, nein, 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 Kollege. Du bleibst am Leben, denn das ist ja der Spawn. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist nicht lieb. Ich dachte, ich wäre weiter vorne. Okay. Na gut, ich lasse ihn leben. Komm. Hau mal ab hier. Lassen wir den Quelien sein. Ja, da war ich mir gerade nicht bewusst. Ich dachte, er würde weiter daneben stehen. Er steht aber voll im Spawn. Jetzt kann man natürlich sagen, eine Flak steht natürlich immer im Spawn. Wenn sie das... Ja, dann ist das halt so, klar. Aber nein, das wollen wir nicht. Ich zumindest nicht. Weil das ist irgendwie blöde. Entschuldige ich mich für. Macht man nicht. So, deshalb wurde ich auch bestraft, dass ich jetzt hier quasi so schlecht geschossen habe. Sicherer Kill. Aber wir lassen den Kill Kill sein. Das ist, vielleicht wird es mir der Koelin-Fahrer ja danken. Weiß es nicht. Kommen mit etwas Glück noch an den Spawn ran. Das wäre natürlich super. Die Punkte können wir wirklich gut gebrauchen. Doch, die Flak schon wieder an. Das ist natürlich richtig cool. Also er kann sehr schnell korrigieren, aber er verliert dann noch sehr schnell viel Schwung, muss man einfach sagen. Das ist so. Okay, die erobern A. Schmeißen. Direkt etwas Zucker auf A. Da wir jetzt die nächsten hier sind, ignoriere ich jetzt den Punkt B zum Cappen. Oh, Punkt C verlieren wir auch noch. Eieiei, okay. Das ist jetzt nochmal interessant. 18 Granaten haben wir noch. Ich habe 30 mitgenommen, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Jetzt geht natürlich irgendwo die Flak runter. Ich mal gucken. Ich denke mal, es ist ein Leo hier irgendwo. Ja, ne, war ein Tiger 2. Okay. So, jetzt sind wir hier vom Spawn drin. Im Cap drin. Cap und Spawn, wie gesagt. Nicht meine große Stärke. Mal hier hinter dem Felsen. Jetzt kann ich natürlich sagen, hey, du hast die Flak leben lassen und jetzt schießt am besten gleich die Flak noch jemand ab. Achter Platz, zwei Bodeneinheiten zerstört, zwei Abschlusshilfen, 1180 Punkte mit Premium und einem Premium-Fahrzeug ist das auf jeden Fall ganz nett, finde ich zumindest. Richtig cool. Schauen wir mal gerade, was er denn so sagt hier. So. Ja, 3800 4 Punkte, das ist schon mal ganz nett. Ja, 20.000 Silverlines. Ist in Ordnung. War eine ganz solide Runde, finde ich. Gibt's noch ein paar Pünktchen dabei. Sehr schön. Also, was kann uns dieses schöne Fahrzeug sagen? Eine Runde werde ich leider noch spielen, aber ich glaube, das wird erstmal soweit gewesen sein. Also, M46 gibt's natürlich auch hier wie Sand am Meer. Und zwar den Kollegen hier. Vorschau, können wir uns mal gerade angucken. Das ist der hier, quasi das gleiche Ding, nur in grün. Oder mehr gesagt, das gleiche Ding ohne Tiger. Gleiche Munition auch hier, ne? Die Shield-FS ist auch dabei. Ist sehr nett, kann dann auch zusätzliche Panzerung haben. Und dann hat er, ich meine, diesen Kreis um sich rum, den wir eben gesehen haben. Das sieht dann ganz witzig aus. Soll dann halt quasi Sprenggranaten zünden, damit die dann nicht mehr so viel Schaden anrichten. Genau. Ansonsten ist das ein guter Premium-Panzer, der hier noch auf Rang 4 läuft. Der läuft dann auf Rang 5, da muss man auch nochmal drauf achten. Wirklich guter Panzer, wirklich. Also es, ich hätte es nicht gedacht und diese Munition selber frage ich mich jetzt noch umso mehr, was die auf dem Tier soll, weil ganz ehrlich, ich habe nicht gezielt, es geht alles durch, ein perfekt angewinkelter Tiger und ich schieße ihm vorne durch die Front, ja, das ist schon ganz schön heftig, ne? Wenn ich jetzt mal den Tiger nehme als Beispiel, wenn wir auch den 10-5er hier nehmen, das ist vollkommen egal, weil der hat die gleiche Panzerung und der stand, aber ich sag mal, der stand so. Und da würde ich jetzt nicht übertreiben. Und dann sind das mal einfach, ja, weiß ich nicht. Also das muss wirklich, das muss vielleicht so sein. Also das war, ich glaube, da war die Granate war schon an ihrem Limit, aber der ging da einfach durch wie Butter. Und da fragt man sich wirklich, ja, muss das denn so sein? Ich finde solche Fahrzeuge schön, die machen Spaß, keine Frage, aber das sind Nachkriegsfahrzeuge. Und die haben meiner Meinung nach da nichts zu tun. Aber meine Meinung, was soll man denn sagen? Interessiert eh keinen. Ja, aber trotzdem ziemlich cool. Wenn ihr so ein Fahrzeug auch mal fahren wollt, dann kann ich euch das gerne empfehlen hier. Einfach über Kriegsanleihen. Ihr müsst einfach nur eine von diesen Medaillen gewinnen. Die Medaillen bekommt ihr, indem ihr euch das hier kauft. Ich habe momentan noch einen Special Task, den ich erfüllen muss.
Und ich habe jetzt schon eine Medaille von dem neuen Shop, die ändern sich immer, und habe dann noch eine Medaille von dem alten Shop rumfliegen. Also das geht auch, das ändert sich dann. Und der alte Shop ist halt noch jetzt 5 Stunden gültig. Ich könnte mir jetzt noch einen T34-100 holen oder so, aber möchte ich jetzt nicht. Das reicht mir heute erstmal. Ziemlich lustig und es macht echt viel Spaß. Vielleicht habt ihr ja Glück und gewinnt das Fahrzeug dann etwas länger. Ich fahre jetzt gleich noch eine Runde, damit ich meine 13 Minuten, das wird ja eine Runde vielleicht noch sein, dann kann ich nämlich schön. Achso, hätte ich noch ein Ding zünden können, ne? Ist ja auch gleich auch vorbei. Eieieiei. Dann kann ich nämlich noch vielleicht ein, zwei Credits mit dem Ding farmen und das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wie viel Geld er eigentlich kostet, kann ich euch gerade gar nicht sagen. Ob es wert ist, meistens sind solche Fahrzeuge sehr, sehr teuer. Dementsprechend, und dadurch, dass ihr wirklich das gleiche Fahrzeug euch erspielen könnt, ja, außer mit dem Tiger da vorne drauf, aber wow, Hilfe, meistens seht ihr ein Fahrzeug so, ne? Und wer auf der Gegner den Tiger sieht oder nicht, das ist dem auch scheißegal, ne? Aber ein guter Panzer macht sehr viel Spaß. Würde mich, wenn ich kurz vor dem Erforschen des M46 stehen würde, würde ich mich sehr freuen, weil es macht wirklich Spaß hinzufahren. Er ist sehr beweglich. Hier sehen wir nochmal die Nachladezeit, 11,11 Sekunden. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ballert schon ganz schön raus, 90 mm, wo bemerkt, Heat FS und das geht richtig ab. Minus 10 Grad, das ist richtig toll, ne? Also die Kanone geht sehr weit nach unten. 810 PS, das ist auch echt viel im Vergleich zu dem Gewicht, ne? Also man merkt, dass er wendig ist. Schöner Panzer, macht sehr viel Spaß und ja, ihr habt eben gesehen, man kann mit der Panzerung auch ein bisschen Glück haben, da fluppt das nämlich auch, genau. Wunderbar, also ich sage vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht, von aus gesehen sehen wir uns ja vielleicht beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt War Thunder. In diesem Sinne, habt schön viel Spaß bei dem, was ihr macht und tut nichts, was ich auch tun würde. In diesem Sinne, bis denne dann.